Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu Noble Horse Champion. Ja, und ich habe ein paar Fohlen für euch, die ich euch sehr, sehr gerne zeigen möchte. Unter anderem endlich ein Fohlen, was ich mir so sehr gewünscht habe. Und es ist sogar eine Stute. Das heißt, ich kann mit ihr da dementsprechend auch weiter züchten. Die bleibt dann auf jeden Fall. Aber dazu kommen wir erst gleich. Ja, ihr seht schon. Die News, also die Shetland Ponys sind ganz, ganz stark in der Mache. Es wird auf Instagram auch schon immer mal so ein kleines Sneak Peek rausgehauen. Also jetzt gab es dann auch wieder ein Bild von einer wunderschönen Farbe, die ich sehr, sehr mag. Ich weiß nicht, war das jetzt Perlino, Buckskin so ein bisschen drin? Ich habe keine Ahnung, aber jedenfalls wunderschön. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Chatties. Die werden auf jeden Fall in meinen Stall einziehen, das kann ich euch sagen. Ja, geboren wurde bei den Shire Horses eine kleine Stute. Black. 202 im Charakter, 118 Exterieur und 696 in Fahren. Ja, erstmal solide. Und nichts gegen zu meckern. Papa, zeige ich euch auch noch. Ja, ein Hengst von der lieben Yumiko. Allerdings, ja, in dem Fall leider kein rotes Fohlen bei rumgekommen. Leider, leider. Schade, schade. Aber gut, das ist halt eben dann das Spiel. Dann bei den Appaloosas ebenfalls ein Stutfohlen Palomino Spotted Blanket mit 221 Charakter, 114 Exterieur und Western 627. Damit kann ich jetzt erstmal zufrieden sein. Fairytale Dreamer ist mein eigener Hengst. Der ist der Papa von dieser kleinen Maus und die darf auch erstmal bleiben. Dann sind wir nochmal bei den Shire Horses. Da ist das Fohlen ein Bay. 182 Charakter, 137 Exterieur. Fahren 631. Stammbaum. Ja, da habe ich genommen. Müsste ich jetzt mal gucken. Da habe ich, glaube ich, vom Markt genommen. Ja, gut. Ist in dem Fall jetzt auch nicht das geworden, was ich wollte. Base werde ich auf jeden Fall weggeben. Und da mein erstes Chestnut. Und dann auch noch ein Flexen. Ich habe mich so gefreut darüber. Und die kleine Maus. Die bleibt auf alle Fälle. Sie hat 186 im Charakter, 108 Exterieur, ist also auch nicht so schlecht in dem Sinne. Ja, ein Fahrenwert von 607, der mir sowas von egal ist gerade. Ne? Stammbaum halt eben dann auch wieder der Hengst von der lieben Yumiko. Dancing Underground, die Mama, da hat es auf jeden Fall hingehauen. Vielleicht hat sie da auch irgendwie, das ist ja alles unbekannt hier, ein bisschen Fuchs mit drin. Ist auf jeden Fall mein erstes und ich freue mich so wahnsinnig über dieses kleine Stutfohlen, dass mir alles andere völlig egal ist. Und die geht auf jeden Fall in die Zucht. Den Fahrenwert, den kann man hochzüchten, das ist nicht das Thema. Und das werde ich natürlich dann mit der kleinen Maus probieren, wenn sie dann erwachsen ist. Ja, dann nochmal ein Shire Horse Fohlen, eine Stute wieder, auch ein Bay leider. 175 und 99, also auch von den Werten her jetzt nicht ganz so gut, aber fahren 706. Du machst es mir schwer, kleine Maus. Sollte ich dich doch behalten? Ich mach mal ein Herzchen, dann weil ich es mir bei dir überlege. Ja, dann nochmal ein Shire Horse, ebenfalls wieder eine Stute, auch ein Bay. Huch, auf die Details wollte ich. 156, 119 und fahren 674. Ich glaube, dass die auf jeden Fall gehen wird und dass ich sie dann halt eben auf den Markt erstmal setzen werde. Ja, dann haben wir hier ein Bay Roan. Leider eine Stute.
Ein Bayrowen-Hengstfohlen wäre natürlich auch ein Grund zum Jubeln gewesen. Aber auch eine Bayrowen-Stute ist wirklich sehr, sehr schön. 192 und 102 ist also auch in Ordnung. Und 662 im Fahren. Auch das ist ausbaufähig und ja, die darf auch erstmal bei mir bleiben. Und last but not least ein Fohlen aus der Romana. Ein Rappfohlen. 253 in Charakter. Das ist schon mal gar nicht so übel. 132 Exterieur. Freue ich mich schon mal sehr drüber. Und 651 in Fahren. Und Stammbaum gucken wir uns hier auch einmal an. Ist Bartender. Ja, da hatte ich auch gedacht, vielleicht gibt sich da irgendwas Besonderes bei. Aber gut, wenigstens halt eben dann ein Rappfohlen halt eben. Mal gucken, ob ich die behalte oder ob ich sie dann weggebe. Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, aber feine Video gefallen. Wenn demnächst wieder Fohlen kommen, zeige ich euch das natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich jetzt weiter über mein Chestnut-Flexen-Fohlen und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.